Guten Morgen und herzlich willkommen zu Minecraft World 2. Wir sind wieder hier und mit wir meine ich und der Schwabe. Hallo Schwabe. Hallo, Schwanein. Er wird auch hauptsächlich im TS sein. Er macht sein eigenes Ding hier gerade auf seinem Server. Was baust du eigentlich zurzeit bei dir? Gar nichts, ich bin gerade ein bisschen am Sandfarmen. Okay. Ja, ich wollte. Ich bin so Schaufel. Ja? Schaufel mit Defensiv. Ja. Aber. Oh, okay. Geht einiges. Ja, da geht was ab, natürlich. Sehr voll. Gut, also, ich habe ja euch gesagt, letzte Folge, dass ich euch zeigen möchte, wie es hier drin inzwischen aussieht. Und jetzt haben leider nicht die Chance vollständig geladen. Ich mache hier ein bisschen rückwärts kurz. Ich sehe schon mal diese Glowstone alle hier. So. Warte ich hinter uns alles ein bisschen auf. Auch hier ist immer noch ein bisschen Baustelle. Hier vorne ist zwar alles schon fertig, also wenn ihr reinkommt, seht ihr schon hier, ist ja alles wirklich wunderbar gerade hier. Aber nach vorne fehlt natürlich noch einiges. Da ist jetzt auch noch ein blauer Hintergrund. Da kommt natürlich im Endeffekt noch mehr Gebäude für später. Aber immerhin seht ihr schon, dass die Säulen von unten nach oben durchgehend sind. Und ich sehe gerade, dass da einige Monster vorne rumstehen. Weil natürlich hier das eine oder andere Eck nicht ganz ausgeleuchtet ist. War zwei Skelette, ich lasse es besser, ich habe keine Waffe, ich habe keine Rüstung an. Hast du eigentlich überhaupt eine Waffe? Ich habe ein Schwert, doch, doch. Ich hatte sogar mal ein Dia-Schwert, irgendwie habe ich das wohl verlegt. Na, ja, ihr seht schon, hier oben ist ja der Spawnpunkt. Der ist jetzt noch ein bisschen alleine hier. Aber das wird sich dann noch später noch ändern. Hier oben seht ihr schon, dass einiges hier oben schon gebaut ist, was die Decke anbelangt. Und das wird natürlich nach hinten raus auch nicht viel weniger nachher geben oder werden. Jetzt machen wir hier beim Monster kurz durch, dass ihr seht, wie sie unten durchaus sieht. Hier sogar Enderman sind hier sogar. Hier natürlich ein bisschen Baustelle jetzt noch. Auch viele Löcher, wo wir dann gestoppt werden müssen, aber die sind teilweise auch da, damit das Licht durchkommt von den Glowstones, damit es nicht so dunkel ist. Jetzt wäre eine Bauphase. Ja, und hier draußen wird es dann, wie auf der anderen Seite, noch einen Garten geben. Der wird wahrscheinlich schon bald mal gebaut werden. Hier schon ein bisschen Ausfassade gebaut, aber nicht alles. Das sieht aus so wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, nach Bombeneinschlag so. Gebäude über, also Löcher drin. Aber das hier vorne sah auch mal so aus. Und jetzt seht ihr schon, wie prächtig diese Türme hier aussehen. Hier unten kommt da noch Wasser rein. Hier wird ein Wasser reingefüllt, das fließt nach unten und verteilt sich in ein Becken. Die werden dann mit Wasser gefüllt. Aber ich sage, das ist ein Rohbau. Ich habe sogar überlegt, ob ich dann im Endeffekt, das wäre in der Vorhaut zwar nicht so, aber ob ich dann die Kanäle hier weiterbaue und sie dann hier draußen abfließen lasse ins Meer. Das wird noch cool aussehen. Ich denke, das werde ich dann auch machen. Die werden im Endeffekt auch mit Mauer noch einen Boden reingezogen, bis Wasser rein. Das ist wirklich dann eben zum Wasser steht eigentlich. Wir werden sehen. Je nachdem, wie das, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding sogar so weit gehen wird, dass es sogar da drüben an das andere Landufer stoßen wird. Und wenn es dann so sein sollte, dann ist es auch gleich eine Riesenbrücke, die zwei Landmassen miteinander verbindet. Hochfliegende Pläne. Ja, ja, aber es sieht bis jetzt nicht schlecht aus, muss ich so schon mal sagen. Ja, der Hang zum Größewein, der ist ja bekannt. Ja, das ist so. Wer ist das sonst nicht du? Ja. Wenn es nicht so wäre. Ja, und vielleicht ich gehe davon aus, diese Folge wird am Donnerstag erscheinen. Dementsprechend gab es wohl gestern kein Kartenchaos. Wir haben es zwar versucht aufzunehmen. Der Schwabe hat eine Folge aufgenommen, glaube ich. Ja, ich habe sie auch. Ich bin gerade am Hochladen. Genau, bei mir hat es nicht direkt hochgeladen. Ich werde sie dann noch bringen bei Gelegenheit. Keine Ahnung, vielleicht sogar auch schon heute. Ihr werdet es sehen. Ich werde sie nachträglich noch hochladen. Wir haben nur eine Runde gespielt, wir konnten es nicht zusammenspielen, hatten es zuerst vor. Dementsprechend werde ich vielleicht dann auch
Vielleicht habe ich auch ein bisschen geschnitten. Mal schauen, ob ich da ein bisschen was rausschneide, eventuell. Ja, wir werden es sehen. Vielleicht auch nicht, weil es ja eh nur eine Folge ist. Sonst ist es zu kurz, kann gut sein. Ich habe schließlich schon angefangen zu bauen, bevor ich aufgenommen habe. Daher warte mir ja nur auf den Schwabe. Oh, jetzt gab es hier. Oh, okay, das habe ich wohl nicht gesehen. Jetzt hast du hier eine Treppe hochgemacht zu deinem. Was ist das hier für ein Gebäude? Was ist was diese denn? Ach so, genau, zu, außerhalb der Mauer geht das nur. Ja, ne. Bist neben du? Deiner, beim ersten Behausung, die Treppe da. Ach. Nach oben habe ich jetzt gesehen. Echt, ist nur zum Gatter hier. Ja, habe ich jetzt gerade beschnallt. Werden wir jetzt fertig bauen, die was Richtung nochmal. Was ist denn dort passiert? Hat sich total zugeschüttet wieder? Er hat einen Zug gemacht, okay. Ja. Weil ich ja hier das Stadttor habe. Weil ich sehe das Stadttor drin. Ja, ich sehe es gerade. Boah, das sieht schon geil aus von hier aus, das ist mein Gebäude. Ich sehe es nicht, wie gesagt. Aber das ist echt der Hammer. Vor allem mit Jay, das sieht so geil aus, das ist jeden Glowstone leuchten, ey. Verdammt krass, ey. Ich mag den Shader überhaupt nicht, ich weiß es nicht. Ja, ist halt so gewöhnungsbedürftig. Ich sag, was ist das für ein Gebäude? Kommt das irgendwie, habe ich das schon irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, wo ich das hinschieben muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich nachher das Original mal abgekupfert ist, ich glaube nicht, das ist doch irgendwie. Also auf dem Namen. Ist das nicht von Harry Potter oder sowas? Kann ich sagen, wie es hieß? Irgendwie hätte ich mit denen auslegen, die zeitliche Türme und so weiter, das habe ich schon irgendwo. Ja gut, es kann gut sein, dass ich vielleicht irgendwelche die Bauer damals, die es erstmal gebaut haben, sich da irgendwelche davon inspirieren haben lassen, ne? Okay. Kann ja gut sein. Ich irgendwie habe das so das Gefühl gehabt, das Gefühl, das kommt mir bekannt. Weiß nicht woher. Ist das ein echter Kirche oder sowas, die es nicht gibt? Kathedrale oder sowas? Ja, aber rein vom Innenleben her ist eben keine Kirche. Ich von aus jetzt ein von, okay. Von vorne. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich später mal eine Kathedrale baue. Ich habe auch eine Vorlage dafür. Die sieht okay. Wirklich gigantisch aus. Auch wirklich mit Säulen, mit den ganzen Sitzreihen und so weiter. Ein Riesending. Ich habe. Ja, der Luca hat sie auch versucht bei 1, aber ist schon nicht ganz fertig geworden. Ja, die werden auch in der Größe wie die hier, aber ich halt mit massiven Säulen und so. Mit aber extrem viel Sandstein. Ich hab mit dem Spanaus haben wir mal die Vorschau reingeschaltet. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich natürlich jetzt im Shader unterwegs bin. Und wenn ich mit Optifine unterwegs bin, da gehen die Forge-Mods nicht. Den mal gesehen. Das Ding ist schon der Hammer hier. Aber ich bin schon am Ende. Ich sehe vor oben zum Beispiel, ist es hier so eine ganz gerade Linie, so wie ein Querschnitt. Das war eine Vorlage, geht nur bis hier hin. Ich muss dann wieder neue Vorlage wieder abspeichern, entsprechend für den Rest noch. Weil ich habe es damals versucht, komplett als Vorlage zu speichern. Aber also wenn ihr wissen wollt, ich das meine Vorlage schaut die vorherige Folge Schematics an. Da zeige ich euch, wie das genau funktioniert. Was ich da genau damit meine. Da seht ihr auch zum Beispiel, wie groß das Kolosseum wäre, wenn ich das reinsetzen würden. genau, und wie gesagt, da muss ich dieses Objekt unterteilen, weil ich habe es selber abgespeichert. Das ist eigentlich eine Welt, die ich runtergeladen habe. Wo ich am Anfang auf dem zweiten Rechner immer rüber geschaut habe, nachkopiert habe, also nachgebaut habe. Und jetzt kann ich halt die im Spiel die Vorlage mir projizieren lassen, was natürlich dann einiges einfacher macht, weil man gleich sieht, wohin der Block kommt, nicht lange abzählen muss, wie viele Blöcke jetzt noch sind und so weiter. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang versucht, das Ganze auf einmal abzuspeichern, da ist mir Minecraft abgeschmiert. Aber damals hatte ich aber nur 1 GB RAM zugewiesen. Jetzt habe ich inzwischen 4, weil ich gerade geschnallt habe, wie das geht. Könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt auch gehen würde, weil diesen Teil hier konnte ich innerhalb von einer Sekunde gleich abspeichern. Und das wäre ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte müsste ja dann eigentlich auch nicht viel länger gehen zum Abspeichern, von dem her gesehen. Und ich bin da mit dem RAM nur auf knapp 1,5 Belastung gestoßen, als ich gespeichert habe.
Ich denke, es waren genau das halbe Gigabyte, das zu viel war vorher. Okay. Ja, mal schauen. Ich bin auch wirklich gespannt, was alles hier noch geben wird. Wann zum Beispiel beim Laus sein Turm fertig wird, wie der im Endeffekt aussehen wird. Was sich hier noch alles ergeben wird mit der Zeit. Ich denke, das wird sich noch einiges ändern. Der Wickel hat schon überlegt, er will sich sogar auf dem Berg neben seinem Haus möchte eine Windmühle bauen auf dem Hügel. Okay. Hat er schon was überlegt entsprechend. Da hatte ich ihm schon gefragt, wer hier gebaut hat, weil da ein Minenschacht in den Boden reingeht. Hat gesagt, also da hat wohl niemand gebaut, da hat jemand gegraben. Ja, und wie gesagt, der Aldi hat jetzt auch, habe ich so letzte Folge gesagt, dass er hier nicht weit gebaut hat, weil hier unten gleich sein Haus reinfällt, genau. Der Lord hat Genau. ja, was, seine Unterwasserfarm, der hat da, glaube ich, auch was gemacht, wenn ich nicht recht bin. Und das Wassereinbruch-Ding sei ja anscheinend ein Loch, um einzusteigen, und jetzt hat er es weggemacht. Lord, du willst mich echt verarschen, oder? Jetzt hat er das Loch zugemacht. Das ist das typische Lord. Ich habe letztens ihm gemeckert, dass er Wassereinbruch hat, und jetzt hat er das Loch zugemacht. Aber echt, um sein Video ist er da rein. Ja, aber es ist nicht mehr da jetzt. Das war Weg. hier gleich rechts an der Ecke. Ich Ja, weiß. nee, hat sich mehr. Er hat jetzt auch komischerweise einen Block da unten, als ob er den hingestellt hat, damit er hoch, als ob er dann hochkommt zum Glas. Na gut, ich hatte wieder ganz mal durch sein Haus durch die Falltür im Boden, taucht da in seinen Tunnel rein. Das ist der offizielle Weg. Das hat es inzwischen eine Tür gegeben, okay. Genau, das ist seine Indoor-Baumfarm. Ja, jetzt ist auch alles genug hoch, damit es funktionieren tut. Im Wasser, das reflektiert hier sogar. Aber der war letztens sehr lange hier unten. Entweder war er AFK oder. Wow! Was war das jetzt? Ich bin voll rumgebackt. Aha. Er hat seine Mine zugegraben, okay. Aha. Keine Ahnung, was er hier genau machen wollte. Ja, das war das ja beim Lord schon wieder alles. Wie gesagt, Pläne hat ja Aldi mit einem riesen Bauernhof, der hier oben bauen möchte. Nach seinem ersten Video zu hören. Ich bin gespannt, wie das wird. Also ich hatte sogar eine Tafel gestellt, Moment. Eine leere Tafel, okay. Ah ne, hier. Ein Daniel, okay. Hat sich das Grundstück abgesteckt, also. Ja, er ist immerhin diese Ideenreiche, hat die Idee gehabt, wieso nicht? Ups, Entschuldigung. Wir haben nur dein Ups, Entschuldigung gehört. Habe gerade den Village angeschlossen mit meinem OP-Bogen. Okay, also es überlebt. Ja. Glaub gerade so. Gerade so, okay. Ja, ich habe halt Stärke 5, Schlag 1 und Flamme und Unendlichkeit drauf. Okay. Der haut natürlich schon rein. Kann ich mir vorstellen, ja. War sehr hilfreich beim Enderdrache. Ja, du hast ja anscheinend das End gefunden, ne? Ja. Und den Enderdrachen mal gleich umgemurkst. Wo war das End denn jetzt, das Portal genau? Wünsche ich zu mir, Papa. Kann ich das? Ich glaube eben nicht. Kannst du Koordinaten geben? Bei 15,64, 35, 7, 29. Was? 15,64? 1500? Also 15,64, nochmal, weiter? 35 Ja. Höhe,
29. 17,29, ja. Ist halt extrem weit weg. Achso, sind wir schon drin. Ich in Portal. Ja. Das hast du schon. Aber teuer, du musst die ganze Enderperle kaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst, brauchst du so eine Enderperle dafür. Ja, ich hab... Nur eine war drin. Hä? Hast du das? Achso. Hm? Ich hab gerade überlegt, wie rausgeht. Aber wisst ihr was, wenn ihr sehen möchtet, was hier draußen noch ist, dann schaltet unbedingt die nächste Folge ein. Ich mache jetzt mal hier einen Cliffhanger. Bis dann, tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.